Morgen. Morgen? Was ist schon später Vormittag. Wann ich die Kanzlei betrete, ist morgen. Außerdem komme ich von Salzburg. Dort habe ich über Nacht, Herr Kollege, die Presematik-Filiale in Ordnung gebracht. Mit Glanz und Gloria, also ist ein guter Morgen. Kaffee, Herr Schick? Nein, Tee, bitte, Tee, bitte. Bitteschön, kleine Pulverl, Frau Haberger. Ja, ich fühle mich hervorragend. Der Betrieb baut mich direkt auf. Wo ist denn der Ligusta? Bei der Presomatik-Filiale in Leasing. Ja, das ist aber dumm, hören Sie, hätte mit ihm zu reden. Ach so. Wo denn der ist da? Und der Rameda? Im Finanzamt 3. Schlachthausgasse. Ja, wegen der Filiale auf der Landstraße. Ich muss aber jeden Moment da sein. Und damit Sie alle komplett haben, ich sitze da und bearbeite Klein- und Feinstahl, damit auch da was weitergeht. Ja, das ist ja grandios, das ist ja grandios. Alles bestens. Und ich gehe zum Handelsgericht wegen der Eintragungen. Sehr brav. Na, was ist denn? Kein Lächeln, wurschte, wer wird des Antlitz? Kein Blick der Freude in Ihrem Auge? Ich bin müde. Und draußen ist herrliches Wetter. Ach so. Ah ja, war sonnig auf der Autobahn, ist wahr. Und die Claudia und der Heini kriegen heute die Maturazeugnis. Und ich bin nicht dabei. Wo? Na, Herz, Sie sind ja Rabenvater. Warum denn nicht? Ja, soll ich für Klein- und Feinstadt zum dritten Mal um Stundungsverlängerung ansuchen? Nein. Das sieht nicht gerade gut ausschaut, nicht? Immer dreimal Stundung. Gerade mir? Na, sehen Sie. Also keine Feier für mich oder erst am Abend und kein Herumgraben im Hof, wo alles jetzt so schön wächst und gedeiht. Haben Sie so gewachsen über den Winter? Ich habe im Sommer gar nicht so aufgepasst auf ihn. Grüß Gott, Herr Zögernitz. Grüß Gott. Frau Löffler. Grüß euch. Was gibt's da? Wer trunken? Der Frosch ist da. Oh, fein. Ja, die Fauna hat den Winter überstanden. Ja, die Natur. Mächtig wächst sie auch im Feuchtbiotop. So, hör doch auf mit deinem Dauergeblödel. Ich blödle nicht, ich ökologisiere. Also schon. Ich bin aber schon sehr gut aufgelegt am Vormittag. Ja, während anständige Menschen das natürlich erst am Abend sein dürfen. Lassen wir nicht nachreden, das gehört sich nicht. Psst, brave Kinder schweigen in Gegenwart Erwachsener. Also hör auf. Was habt's denn heute? Maturazeugnisse, Herr Zögernitz, Maturazeugnisse. Ja, der Heini und ich. Ein Glückwunsch. Jetzt haben Sie es amtlich, dass Sie reif sind. Reif. Ja, Matura heißt Reife. Auf Lateinisch, Frau Löffler. Heute Abend wird gefeiert, Herr Zögernitz. Ich hab einen Hunger. Wie man so gut aufgelegt sein kann. Ist doch schön, dass es ist. Dass sie die Matura geschafft hat, das ist doch was. Eine Leistung ist das. No. Also ich, wenn ich im Rollstuhl sitzen würde, ich wäre nicht so gut aufgelegt. Also einen Humor haben Sie heute wieder. Die Schuhkänzer Maus sind dabei. Sind doch lieb, die Kinder. Grüß Gott. Servus, Viola. Grüß Gott. Der Frosch ist da. Ah, spitze. Ich komme ihn dann gleich anschauen, ja? Hey. Was ist? Ja. Servus. Servus. Das finden Sie auch lieb, was? Dass das Schulermadel da mit dem Schulerbuben zusammenlebt. Nein, das ist schon wieder an damit. Na, finden Sie das in Ordnung? Und keiner sagt etwas? Und die Frau Mama, die bringt womöglich noch das Essen herunter. Ich bitte Sie, die Kinder sind heutzutage halt früher reif. Früher reif. Wenn ich sowas schon höre. Wir waren auch Kinder, wir. Aber wir hätten noch. Wir hätten uns sowas trauen sollen. Da hätten wir Watschen hätten wir da gekriegt. Aber Sie natürlich, Sie sind ja eine Grüne, wo die Welt zugrunde gehen kann, vor lauter Unmoral. Frau Löffler, was zu viel ist, ist zu viel. Lassen's nur. Moment. Können Sie sich erinnern an das Frühjahr 1920? Das war auch so ein Frühjahr. Na, was soll denn da gewesen sein? Und können Sie sich erinnern, im Dach? Da über der Werkstatt, da hat der Tischler so einen Hobelspänhaufen gehabt. Einen riesigen Haufen. Sie lassen Sie mich in Ruhe mit diesen Sachen. Und da hat einmal Ihr Vater einen Buben und ein Mädel herausgefangen aus dem Hobelspänhaufen. Jesus,
hat das Mädel geweint, wie es die Watschen kriegt. Hör auf mit diesen Geschmacklosigkeiten. Mit ihnen rede ich nichts mehr. Mindestens 14 Tage nicht. Was hat sie denn? Na ja, das Mädel war nämlich sie. Ach so. Und das Bubel war ich. Ach so. Aber wir werden uns doch nicht den Tag verderben lassen wegen so einer Biskuren. Was? Wo jetzt alles so schön wächst und blüht und gedeiht. Da im Hof. Nein, ich mach das nicht mehr mit. Doktor! Nein, ich nehme mich auf. Nein, ich nehme mich nicht, ich bäume mich auf. Jawohl, ich bäume mich. Genau wie ein Wurm, der sich krümmt, wenn er getreten wird, hat der Rameda alle Weile das Recht, sich aufzuregen, wenn ihm was nicht passt. Und mir passt das alles überhaupt schon nicht mehr. Ich weiß, was ich kein sehr tüchtiger Mensch bin. Und wenn ich auch kein sehr tüchtiger Mensch bin, so erledige ich meine Arbeit doch gut genug, um mir sagen zu können, Rameda, du hast ja schließlich das Recht erworben, so zu leben, dass du in dieser angeblich besten aller Welten, das ist Leibniz, bitte sehr, das Leben halbwegs ertragen kannst, ohne dass es dich umbringt, weil das Leben ist sowieso der Anfang vom Sterben. Leben ist der Anfang vom Sterben. Schopenhauer? Auch Kierkegaard, auch Heidegger, auch Rameda. Meine Ansprüche ans Leben beschränken sich nun einmal darauf, hier an meinem Schreibtisch zu sitzen, von da aus die Welt zu betrachten, Ihnen, Herr Dr. Merian, gelegentlich ein Stachel im Fleisch zu sein, langsam vor mich hinzuarbeiten, mir Gedanken zu machen über dieses oder jenes oder über gar nichts. Ich weiß nicht, man kann doch nicht sagen, dass das übertriebene Ansprüche sind, die ich ans Leben habe. Und mehr brauche ich nicht und mehr will ich auch gar nicht. Und in ein paar Jahren gehe ich ohnehin in Pension. Meine Mutter geht's auch nicht sehr gut, ich werde ins Spital bringen müssen. Ah, das tut mir aber leid. Und jetzt auf einmal, was sind das für neue Sachen? Jetzt auf einmal bricht hier in unserer ruhigen, soliden, ein bisschen schäbigen, aber durchaus sympathischen Steuerkanzlei ein Fortschritt aus und ein Wachstumsfetischismus und eine Unruhe bricht herein und ein Ehrgeiz, den ich nicht hab und der mir zuwider ist. Wie komme ich dazu, nach Adnan Buchheim fahren zu müssen und in Steinach-Irting zu übernachten? Ich meine, na, was interessiert mich das, wenn diese Kanzlei zu expandieren beginnt? Ich meine, wozu diese ganze Geschäftsausweitung, diese Aufregung mit der Pressomatik? Ich bin nichts neugierig auf diese Pressomatik. Ich habe mich darauf eingestellt, hier in Ruhe bis zu meiner Pension zu arbeiten ich meine, ich weiß, dass ich kein sehr tüchtiger Mensch bin, aber wenn ich auch kein sehr tüchtiger Mensch bin, so arbeite ich doch immerhin gut genug, um sagen zu können... Das haben schon gesagt, Herr Rameda. Sie sind ganz ruhig. Sie sind genauso eine Sklavin wie der... Von dem Wunderknaben da, der uns die Unruhe hereinbringt und der uns diese Veränderungen beschert und der daran schuld ist, dass ich in Adnan Buchheim Buchhaltungen studieren muss. Überall gehen die Geschäfte schlecht. Nur bei uns, wir haben ein Wirtschaftswachstum, wir haben eine Hochkonjunktur. Wie komme ich dazu? Adnan Buchheim, ist unerhört. Ich bin kein Mann des hemmungslosen Fortschritts. Ich bin ein introvertierter Mensch. Ich suche das Glück in mir, wenn Sie mich recht verstehen. Und? Haben Sie es gefunden? Wenn man mich nicht lässt, wenn man mich zwingt nach Adnan Buchheim und nach Steinach-Irding und... Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe in der letzten Zeit immer so leichte Schwindelanfälle. Irgendwie vielleicht mit Blutdruck. Ich glaube, ich muss. Nein, ich muss zum Arzt. Das ist irgendwie. Vielleicht eher in Frühpension. Dann kann ich mich endlich den Dingen widmen, denen ich mich schon lange widmen wollte. Psst! Der Kommissar hat Zwitschgecheck. Kompliment, meine Herren! Oh, Herr Kommissarrat. Grüß Gott. Grüß Gott. Ja, der Chef ist leider nicht da, aber er muss jeden Augenblick zurück. Das macht nichts. Ich komme nämlich eigentlich zu Ihnen. Ach so? Ja, bitte, wenn Sie Platz nehmen wollen. Danke. Ist was passiert? Ja, natürlich ist was passiert. Sonst war ich ja nicht da, ne? Wollen vielleicht die Fusion mit der Frau Balkovic wieder auflösen? Aber im Gegenteil. Die Firmen werden...
Das heißt also erstens, die Firma kriegt einen anderen Namen. Ah? Ja, die wird ab jetzt Balkozwitsch heißen. Wie bitte? Balkozwitsch. Handel mit Waren aller Art. Hm. Ja, das klingt doch gut, ne? Balkozwitsch, das ist fast melodiös, fast wie ein Vogelgezwitscher, Balkozwitsch. Und das müssen Sie mir erledigen, alles, ja? Gemeinsam mit meinem Anwalt. Die Änderungen im Handelsregister und so, ist klar? Ist klar, ja. Ja. Und dann werden wir, die Emmy und ich, also, dass Sie uns damals zusammengebracht haben, ich bin ein glücklicher Mensch. Da gratulieren wir. Ja. Also, wir werden in Wörgl und in Feldkirch, in Bleiberg, in Völkermarkt Filialbetriebe aufmachen. Filialbetriebe? Ja. Balkozwitsch, all überall. Und das übertrage ich natürlich alles hin, ne? Die Finanz, die Steuer, die Betriebsberatung. Nein! Aber ja. Ein Kaffee, Herr Kommissar. Nein, danke, keinen Kaffee. Danke. Aber Herr Kommissar hat doch immer... Ja, hat, meine Liebe. Aber die Zeiten sind vorbei. Meine Frau ist nämlich der Meinung, dass mir das zu sehr aufregt. Apropos, ich soll liebe Grüße ausrichten. Und besonders an Sie, Herr Dr. Merian. Ganz besonders an Sie. Herzlichen Dank und viele Grüße zurück. Tja, also was habe ich noch sagen? Ja, die Unterlagen habe ich nicht da. Müssen Sie uns also bald besuchen da bei Balkozwitsch. Es tut mir leid, dass das erst jetzt, aber die Hochzeitsreise, Sie verstehen. Was ist denn das? Nur die Gratifikation für Sie beide. Ich habe Ihnen das da damals Nein, die Emmy hat es Ihnen damals zugesagt. Aber Herr Kommissar, das wird ernst gemeint. Wirklich, das ist nur ein Spaß. Nein, die Firma Balkozwitsch macht solche Späße nicht. Gesagt ist gesagt. Also, kommen Sie bald vorbei, dass wir die Filialgründungen besprechen, ja? Ja, gern. Bitte schauen. Meine Herren, Kommissar. Habe die Ehre, die Herren. Herren. Viertiner. Wahnsinn. War das wirklich der Zwitschgecheck? Was hat er gesagt? Feldkirch, Bleiberg, Völkermarkt? Ja, und Wörgl. Und 10.000. Ja, für mich auch. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt gerade, wo ich anfange, mich aufzubäumen. Kommt einer daher und schenkt einem Geld, ohne dass man es von ihm verlangt hat. Alles hätte dem Zwischkritschek zugetraut. Außer was? Außer, dass er großzügig auch sein kann. Aber so ist das. Man weiß einfach nicht, was in einem Menschen wirklich vorgeht. Du bist da? Na, wieso bist du denn da? Servus. Ja, servus. Ich glaube, du bist in der Firma. Na, ich habe die Arbeit nach Hause genommen. Außerdem will ich ein bisschen was vorbereiten für heute Abend. Hm. Was Kaltes mit einem Wein, na, für unten. Wenn wir schon dort feiern. Und du? Ja, ich wollte nur da telefonieren. Ja, dann telefonier. Na, ist nicht so dringend. Mit wem willst du? Das ist nicht richtig. Wieso bist du denn so nervös? Bin ich nicht. Du kommst mir ja ein bisschen nervös vor. Keine Spur. Es ist nur, ach, diese Arbeit da ist. Nein, ich gehe schon wieder. Nein, will dich nicht vertreiben. Moment übrigens, ich hab da was für dich. Du hast dich doch interessiert, was die Erika schreibt. Da, das ist ihr Buch. Die Partnerschaft der Geschlechter. Mhm. Danke. Ist lieb von dir. Ja, ich habe nur flüchtig ein bisschen hineingeschaut. Man kommt jetzt ja nichts mit der Arbeit da. Das ist wirklich eine sehr interessante Frau. Da kannst du schon was lernen. Wenn du es glaubst. Ja, so. Und wenn du willst, dann telefonier schnell. Nein, ich muss wirklich gehen, danke. Papa. Ja, wiederschauen. Und komm mir nicht wieder so spät nach Hause, ja? Komm ich heute Abend zu Claudia zum Einen. Na, fein.
Herr Merian? Hier, Merian, aber wieso bist denn du zu Hause? Ich habe mir die Arbeit mit nach Hause genommen. Was gibt's? Ich wollte nur fragen, ob die Kinder schon da sind. Ja, ja, die sind schon da. Ist der Magister Ligusta schon fort? Fort ist gut, der ist noch gar nicht da. Warum? Na, weil er mir versprochen hat, dass er sich bei mir meldet. Ja. Warum soll er sich bei dir melden? Weil er mir versprochen hat, dass er sich die spanischen Verträge durchschaut. Und das muss er gerade heute? Na ja, er wollte Claudia nämlich gratulieren und da habe ich mir gedacht... Ach so. Na ja, eben. Ich bin sowieso zu Hause. Du, ich bitte, ich sage immer, soll sich beeilen, wir brauchen ihn hier dringend. Verstehe gar nicht, warum der gerade heute. Also, lass die Kinder. Schön grüßen. Ja, ist gut. Bis zum Abend. War dabei. Schon wieder der Ligusta. Schon wieder. Da kommt mir immer spanischer vor, der Ligusta. Ich verstehe nicht, dass sie nichts dagegen machen. Diesmal hat es überhaupt keinen Streit gegeben, wer was wohin baut. Nicht einmal der Bichl mit seinen Hülsenfrüchten hat ein Theater gemacht. Wer hat eigentlich die Schwertlilien da hinten gepflanzt? Unter uns gesagt, ich glaube, es waren die Meierischen. Die Meierischen? Die haben doch sonst immer nur heruntergeschaut und darauf gewartet, dass ein Malheur passiert. Und jetzt pflanzen sie Schwertlilien. Heimlich, damit's keiner sieht. Gibt schon Sachen, hä? Gestern, wie keiner da war, hat die Löfflerin da hinten bei den Paradeisern das Unkraut auszupft. Das darf nicht wahr sein. Sei froh, dass es war jetzt. Komisch. Ja, komisch ist das nicht. Es ist das Leben. Wie meinen Sie das? Wissen Sie, wenn ich als alter Mann vom Leben etwas gelernt habe, dann das, dass es immer irgendwie anders ist, als man denkt. Und manchmal besser, als man glaubt. Sie sind ja Philosoph, Herr Zögernitz. Ein Philosoph, ab. Nur halt heut. Ja. Hallo, Herr Magister. Fein, dass Sie uns besuchen. Ich heiße Michael. Michael. Ja, Miriam? Hallo, Marianne. Hier, Erika, servus. Servus. Grüß dich Gott. Das ist aber fein, dass du dich einmal rührst. Was gibt's denn? Ich hab mir gedacht, ich rufe einmal an bei euch. Wir haben uns doch seit diesem schönen Abend bei euch nicht mehr gesehen. Ja, das ist lieb von dir. Ich hab mir auch schon mal gedacht, wir müssen uns unbedingt wieder treffen. Du klingst ein bisschen nervös. Störe ich dich gerade? Nein, es ist nur, ich warte gerade auf Besuch. Du, dann rufe ich später, ich wollte nur... Nein, bitte, ja. Der Besuch verspätet sich eh. Was gibt's denn bei euch? Was macht dein Mann? Ja, weißt du, den bekomme ich kaum zu Gesicht in letzter Zeit. Die Firma hat gerade einen ungeheuren Aufschwung. Da ist nämlich dieser neue Mann, dieser Magister Ligusta. Ach ja. Der damals bei euch war an diesem Abend. Ein interessanter Mann. Ich war direkt angetan von ihm. Sehr attraktiv, auf eine gewisse Weise. So interessant. Ich glaube, du übertreibst da ein bisschen. Nein. Also, wenn ich du wäre, dann müsste ich mich direkt in Acht nehmen, dass ich mich nicht in den verlieb. Komm, hör auf. Nein, da übertreibst du wirklich. Nein. Zum Beispiel, er hat mich gefragt, warum meine Bücher nicht in Amerika erscheinen. So? Wann? Na, an dem Abend bei euch. Und setzt sich hin und schreibt dann einen Verleger, den er kennt, einen Brief. Und der antwortet mir wirklich. Und vielleicht schaut was heraus in Amerika. Ist doch enorm, nicht? Und was machen deine Kinder? Ja, die Claudia und der Heinrich haben heute ihr Maturazeugnis gekriegt. Wir machen da am Abend eine kleine Feier. Falls du Lust hast, vorbeizukommen. Am Abend? Naja, du, ich weiß nicht, ob das geht. Aber was macht der Schorsch? Oh, du, da fällt mir gerade ein.
Vorhin war der Schornstein, stell dir vor. Entschuldige bitte, ich muss jetzt Schluss machen. Na, gleich. Na, das muss ich dir unbedingt erzählen. Vorhin war doch gerade der Schorsch da und ich habe ihm dein letztes Buch gegeben. Die Partnerschaft der Geschlechter. Das ist aber ein Zufall. Ja, ich weiß ja nicht, ob das gerade das Richtige ist, aber der Bub ist gerade in dem Alter. Ein komischer Zufall. Hör auf! Du, ich muss jetzt wirklich Schluss machen. Nein, ich wollte dich nur fragen, ob du meinst, dass das richtig war, dass ich... Oh, du, entschuldige, ich muss Schluss machen. Ich rufe dich am Nachmittag an, ja? Servus, servus. Also dann servus. Au! Mit wem hast du denn telefoniert? Mit deiner Mutter, du Depp. Lass das, ich will jetzt essen gehen. Hm, hab ich aber jetzt eigentlich gar keinen. Komm. Ich küsse die Hand. Es ist schön, dass Sie kommen, Herr Magister. Michael. Bitte, Michael. Essen. Bitte Platz nehmen zum Speisen. Was gibt's denn? Purenwürstchen schon wieder? Die hängen wir schon zum Hals raus. Sie auch, Herr Zögernitz. Oh ja. Ja, aber nur, wenn ich selber zahlen darf. Ja, gut. Dürfen Sie. Na komm, tu dir nichts an. Einmal wirst du es schon noch schaffen, oder? Ja. Dabei sind die gar nicht so billig. Ihr solltet selber kochen, solche Sachen. Ne? Naja, das sagt die Claudia ja auch. Aber wir Deppen versäumen immer den richtigen Zeitpunkt. Und im letzten Moment kriegt man halt nichts anderes mehr. Du hättest doch auf die Matura-Reise mitfahren sollen. Es wäre sich ausgegangen, finanziell meine ich. Natürlich wäre es gegangen. Holla weiß, die Akropolis? Na schau, sicher wäre es gegangen. Es haben eh alle gewollt, dass ich mitfahre. Natürlich hätten sie mich auch auf die Akropolis hinaufgeschleppt. Ist eine Latonette in deiner Klasse. Ja. Und dann, danach hätten sie sich alle ungeheuer gut gefühlt, weil sie ihre behinderte Kollegin so brav und so rücksichtsvoll und weil man zu den Behinderten ja sowieso so besonders menschlich sein soll. Und weil sie durch ganz Griechenland geschleppt haben, obwohl das mit dem Rollstuhl ja wirklich kein Kinderspiel ist. Also nein, danke. Also da verzichte ich drauf. Da bleibe ich lieber hier zu Hause bei euch. Da fühle ich mich wenigstens wirklich wie ein normaler Mensch. Also nein, ich pfeife auf die Akropolis. Jetzt haltet ihr mich für psychisch geschädigt wahrscheinlich auch noch. Aber überhaupt nicht. Ich finde das sehr gescheit. Ich meine, das ist zwar trotzdem blöd. Ich meine, wegen der Dings. Wegen der Akropolis, nicht? Ich finde das sehr gescheit. Sehr schön. Danke, Herr Zögernitz. Sie kommen doch noch auf die Akropolis. Ja, aber wie? Wissen Sie, mit ein bisschen Geld kann man da alles machen. Aber gerade das fehlt uns doch. Na, es kann auch einmal anders sein, nicht? Lass sehen, er hat den Durchblick. Er wird schon wissen, wovon er redet. Nun, ob ich das weiß. Da ist noch eine Wurst übrig. Wie für den Schorsch. Übrigens, wo ist denn der eigentlich? Weg. Wieso? Der war doch gerade da. Ja, wissen Sie, der Schorsch, der hat eine ganz besondere Technik. Der geht nicht einfach weg, der versickert. Ja, das ist so, dass man erst nach einer Weile merkt, dass er überhaupt weg ist. Das war. Darin ist er direkt ein Genie. Ja, ja, er ist nämlich der größte Versickerer der Weltgeschichte. Na, und will noch jemand dieses arme, kleine, verlassene Burenwürstel? Nein, danke. Nein, danke. Danke vielmals. Du wirst sie ja wohl nicht mögen, oder? Na ja, wenn man mich dazu zwingt. Und wenn ich morgen was anderes kriege. Morgen kriegst du überhaupt nichts. Morgen ist Null-Diät. Was heißt das? Naja, wenn nicht ein Wunder geschieht. Ich habe nämlich gerade die letzten paar, aber wirklich die allerletzten paar Schillinge ausgegeben. Na, dann lade ich euch ein. Schatzelein, es waren deine letzten paar Schillinge, die ich am Würstelstand gelassen habe. Bitte, also, dann darf ich morgen. Sie dürfen, Herr Zögernitz, Sie dürfen. Also, wir kochen etwas zusammen, ja, etwas Griechisches. Oh, ja. Ein Moussaka. Genau. Gigantisch. Ihr besorgt mir das Rezept. Ja, das mache ich. Aber das muss bald sein. Gut, heute Abend. Ich gehe zu den Manikas, weil die schulden mir sowieso noch ein bisschen Geld. Aber beeilst dich, gell? Ja, und wenn ich es habe, das Rezept, dann besorge ich morgen in der Früh alles, was dazugehört. So, und jetzt wissen wir die Würstel. Ah. Haben die von Klein und Feinstein jetzt endlich angerufen? Nein, noch nicht. Nein, immer nicht. Also, dann ran an die Pressomatikzentrale. Haben Sie das Betriebsschema? Ich kann ja nicht alles haben. Ja, wo ist es denn dann? Beim Ligusta. Wieso beim Ligusta? Weil der alles hat.
Apropos, was macht er bei Ihrer Frau? Wieso? Wenn Sie wissen doch, meine Frau ist bei dem komischen Verlag, der die frommen Schriften nach Südamerika exportiert. Und die haben irgendwelche Scherereien beim Finanzamt. Alles klar, und der Ligusta hat halt dafür auch noch Zeit. Wie? Ja, mir passt es ja eh nicht, dass meine Frau... Eben. Nur weil sie zufällig mit einem Steuerberater verheiratet ist, glaube ich... Gerade darum ist es logisch, nicht? Ja, sie hätte ja auch mich bieten können. Eben. Aber kein Wort hat sie gesagt. Eben. Ja, bitteschön. Ich bin in den letzten Tagen kaum zu Hause gewesen. Und wenn, dann bin ich dort mit ins Bett gefallen. Eben. Na, wahrscheinlich ist es nicht immer ein Vergnügen, mit einem Steuerberater verheiratet zu sein. Eben, das hat meine Frau, Gott hab sie selig, auch immer gesagt. Und dann ist sie gestorben. Also manchmal haben sie schon eine merkwürdige Art von Humor. Was heißt Humor? Das sind Tatsachen. Sie hat's gesagt. Meine Ehe war unglücklich. Betrogen hat er mich. Hinten und vorn. Mit wem? Mit Recht. Mit vollem Recht. Bitte. Ich bin zwar ein anständiger Mensch, aber ich bin unerträglich. Ich gebe das zu. Und dann hat sie ein Auto überfahren. Sie, nicht mich. Das Schicksal ist unvernünftig. Schauen Sie nicht so, Kollege Schopenhauer. Auch ich habe meinen Rameter gelesen. Das war ein Witz, bitte. Hohohoho. Was glaubt ihr, sollte ich noch einmal heiraten? Na, bitte schön, das ist kein Witz. Ja, wen denn? Das weiß ich nicht, aber bitte schön, irgendwen. Den Passenden schon. Ne? Dann bin ich noch nicht alt. Mein Ulkus ist besser, die Firma blüht und gedeiht Frau Haberger am Kaffee, aber nicht stark. Bitte. Ein Doktor Wahnsinnigen. Zuerst der Zwitschgli-Check, dann er. Was ist das? Alles der Ligusta. Alles der Ligusta. Ich hab's ja gleich gesagt. Der Ligusta. Wissen Sie, dass Sie eine schöne Frau sind? Was ich? Wollen Sie sich lustig machen? Warum? Ich mache mich nie über einen Menschen lustig. Hören Sie auf. Sogar mein Mann hat gesagt. Ja, ich weiß. Sicher sehr schwierig mit ihm. Schwierig? Nein, schwierig ist. Also, schwierig ist er eigentlich nicht. Aber. Ich dachte, er wäre schwierig. Sie ist so ein schwieriger Mensch, ne? Nein, Michael. Nein, das sehen Sie ganz falsch. Er ist im Grunde seines Herzens ein ganz einfacher, ganz warmherziger. Er ist genau das, was man eine Seele von einem Menschen nennt. Aha. Ja. Dann sehe ich das falsch. Ja, ganz falsch. Das wundert mich. Bei mir habe ich das Gefühl, dass Sie mich begreifen. Wirklich begreifen. Das ist lieb, dass Sie das sagen, Marianne. Bei Ihnen habe ich ein Gefühl von Vertrautheit, möchte ich fast sagen. Während bei Ihrem Mann? Ich muss Ihnen übrigens sagen, ein großartiger Kollege. Wirklich, Sie wissen doch, ich bin ziemlich weit in der Welt herumgekommen. Aber das ist doch das, was ich so fantastisch bei Ihnen finde. Aber ich habe nie und nirgends einen Menschen getroffen wie ihn. Wirklich? Er ist, wissen Sie, was er ist? Was? Es ist ein blödes Wort, ich weiß, aber ich habe einfach kein anderes dafür. Er ist edel. Edel? Ja, er ist ein edler Mensch. Himmel, Herrgott, noch einmal. Es geht mir jetzt wirklich auf die Nerven, dass meine Frau den Ligusta wegen ihrer läppischen Firma da aufhaltet. Eine Rücksichtslosigkeit ist es. Na. Er wird auch das noch schaffen. Aber natürlich, ich kann mir das schon vorstellen. Ich bin solchen Menschen begegnet, dass eben sich gerade dieses Edle, entschuldigen das Wort,
dass sich gerade dieses Edle, das ja immer ein bisschen was Hartes an sich hat, dass sich das, ich will nicht sagen mit einer gewissen Gefühlsarmut, aber unter Umständen mit einer gewissen, vielleicht Gefühlskargheit paart, nicht? Die unter Umständen... Nein, also bitte wirklich. Wenn ich von Peter etwas nicht sagen kann, dann, dass er gefühlsarm ist. Wirklich nicht. Ich wollte ja nur sagen... Gefühlsarm, der Peter! Nein, Sie haben mich da völlig missverstanden, liebe Marianne. Ich habe was ganz anderes sagen wollen. Ich habe mich da völlig falsch ausgedrückt, offenbar. Nein, ich habe gemeint, dass... Ich meine, der Mann... Mein Gott, das ist ein großartiger Mensch, ist ein fast ein väterlicher Freund für mich. Ich meinte, er ist Jurist, Steuerberater, nicht ein Genie in seinem Fach übrigens. Ich meine, dass eine gewisse Nüchternheit des Wesens, na, ich will nicht sagen, dass vielleicht etwas Armmusisches hier bekommen vielleicht eine Sie Rolle... Wie kommen Sie da drauf? Da muss ich wirklich protestieren. Das tut mir schrecklich leid, ich habe da offenbar ein paar Missverständnisse verschuldet. Sie brauchen sich nicht entschuldigen. Es war auf meiner Seite das Missverständnis. So, war doch gut, nicht? Ich weiß nicht. Ich halte nichts von diesen Feinheiten. Mir reicht ein Turnhadel völlig. Ach, weißt du, ich glaube, es schadet dir gar nicht, wenn du was anderes wenigstens auch einmal nur kennenlernst. Ich bin ja nur einer von diesen jungen Barbaren, denen man Kultur beibringen muss, gell? Naja, vielleicht hast du recht. Hab ich. Gehen wir nachher zu dir? Heute nicht. Und warum? Weil ich jetzt ein paar Ausstellungen in ein paar Galerien anschauen möchte. Und nachher? Vielleicht. Wenn du brav bist und dich belehren lässt. Bitte. Nein, ich sehe es nicht ein. Nein, ich bin kein Erfolgsmensch. Es ist mir wurscht, ob die Kanzlei da Erfolg hat oder nicht. Ich bin schon zufrieden, wenn sie gerade nicht so groß geht. Die 10.000 vom Zwitschgeschenk nehme ich, aber ich lasse mich nicht bestechen. Jawohl. Ich bin altmodisch, reaktionär, ein Spießbürger, aber das bin ich aus Überzeugung. Darin lasse ich mich nicht korrumpieren. Ich bäume mich auf. Jawohl. Für heute habe ich genug gegeben. Was, sind Sie schon fertig worden? Nein, aber das ist mir Pastete. Pastete? Wurscht. Ich verstehe. Die ganze Woche war ich am Abend nicht zu Hause. Meine Kinder feiern ihre Matura und ich will mitfeiern. Gestatten? Ja. Da wollen Sie dem Chef nicht sagen, dass Nein, das halten meine Nerven nicht mehr aus. Sagen Sie mir, es tut mir leid. Ich müsste dringend fort. Grüß Gott, auf Wiedersehen, bis morgen. Von mir aus, es ist ja egal, ob wir das dritte Mal stunden oder nicht. Für den Gott, Kollege Merian. Merian. Er ist nicht mehr da. Wieso? Er lässt Ihnen sagen, dass er nicht mehr gefreut. Na, kennst du das also ausgerechnet jetzt? Ich verstehe den Menschen. Ja, ich schon. Und dass ich Ihnen sage, jetzt, wo wir endlich einmal zufällig alleine sind, dass der Moment... gekommen ist, dass der Rameda von... Wie ist denn der? Ja, mir ist ganz hervorragend. Ich probier's. Was? Ja, was? Die Lauferei? Ich fühle mich in meines Lebens zweiter Meilenblüte. Na, ich mach mich fit. Ich bin in einer Stunde wieder da. Ich mach mich fit. Haben Sie das gesehen? Haben Sie das gesehen? Ich bin mir noch nicht sicher. Vielleicht, dass ich halluziniere. Man muss ihm nachlaufen. Das hält er doch nicht aus mit seinem Ulkus. Ja, dann laufen's. Der Schlag kann ihn treffen. Ja, dann laufen's schneller. Vielleicht trifft er ihn auch. Dann habe ich endlich eine Ruhe. Das ist ein Irrenhaus, was sich da entwickelt. Und wer ist schuld? Wer ist schuld? Der Liguster. Was habe ich angestellt? Unseren Chef haben's zum Laufen geschickt. Ja, ich bin ihm begegnet im Stiegenhaus. Wird ihm gut tun. Der Schlag wird ihn treffen. Bestimmt nicht. Verspreche ich Ihnen. Aber Herr Magister, Sie sind... Schauen Sie, Sie können sich auf mich verlassen, liebe Frau Herberger. Es wird ihm gut tun. Vielleicht, dass er ein bisschen außer Atem kommt, aber nicht so arg, wie man vielleicht annehmen könnte. Liebe, liebste Frau Herberger. Ja, Herr Magister? Wenn Sie ausnahmsweise, ganz ausnahmsweise mir so einen Tee machen täten, Sie wissen schon. Aber gern, Herr Magister. Ich habe es nämlich gestern mit ihm probiert. Er ist gut beieinander, unser Chef. So, mir reicht's endgültig.
Ich werde Ihnen jetzt ein paar Wahrheiten erzählen, dass Sie staunen werden, Herr Magister. Ich darf ich Ihnen zunächst einmal ein paar Wahrheiten sagen, verehrter Kollege? Sie mir? Ja, warum nicht? Wir sind so selten allein miteinander und ich wollte Ihnen das schon lang sagen. Los damit! Ich wollte Ihnen schon lang sagen, dass ich Sie für was? Für einen ganz grauslichen, egozentrischen Widerling halte, ne? Das ist doch nur äußerlich. Das ist doch nur die Maske. Der Panzer, hinter dem sich der wahre Mensch Rameda verbirgt. Okay. Und wie schaut der aus? Interessant. Wenn Sie... Interessant. Ich halte Sie für einen der letzten ganz großen Stoiker der Gegenwart. Für einen echten Mann der Stoa, meine ich. Naja. Stoisch bin ich schon ein bisschen, wenn nicht gerade... Für einen, der die völlige Sinnlosigkeit nicht nur des Menschseins, sondern der ganzen Welt durchschaut hat. Das klingt übertrieben, aber manchmal habe ich... Sie brauchen das gar nicht von mir zu verstecken. Ich sehe den Stoiker, den großen Stoiker, der dennoch der Sinnlosigkeit der Welt die Stirn bietet, der dennoch seine Pflicht tut, auch wenn er weiß, dass es sinnlos ist. Sie sind, und darin empfinde ich Ihnen gegenüber wirklich Gefühle echter Verehrung. Sie sind auf Ihre Weise, aber Sie sind ein heroischer Mensch, Kollege Rameda. In einem gewissen Sinn. Ich würde das nicht so hochtrabend ausdrücken, das ist ganz und gar unstoisch. Aber in einem gewissen Sinn... Was ist denn? Sie? Was haben Sie denn? Graf Berger! Was ist denn? Ist Ihnen schlecht? Nein, ich war nur ein Augenblick. Ein bisschen überanstrengend, weiß gar nicht. Ausnahmsweise halt. Sie haben ihn ganz fertig gemacht mit Ihrer Aufbäumerei. Aber nein, aber ich hab da nur... Gehen Sie nach Haus, Liguster. Legen Sie sich hin. Schlafen Sie sich aus. Nein, ich muss ja noch die Pressomatik-Übersicht bis morgen. Nein, lassen Sie das. Ich mach das für Sie. Sie wollen mir das abnehmen? Was wollen Sie denn tun, Kind? Ich bin eben ein heroischer Mensch. Ja, und dann wünsche ich euch beiden viel Glück. Auch nach der Matura. Und wir freuen uns, dass wir das Glück haben, dass ihr unsere Kinder seid. Also zu bedanken haben eigentlich ja, wir Ja, wo uns. Wir uns doch immer so ekelhaft benommen haben. Jetzt unterbrecht's nicht meine Rede, bin ich gleich fertig. Ich möchte euch was schenken. Bin zwar nicht dazu gekommen, euch ein Geschenk zu kaufen. Also wenn's Geld ist? Nehmen wir's nicht. Wahrscheinlich. Ja. es ist ein Scheck, den ich, naja, ich meine... Gefälscht? Das gerade nicht, aber ich habe nicht gerechnet damit und in diesem Sinn, in einem gewissen Sinn, ein unverdientes Geld, also... Das glaubt man bei Ihnen nicht. Ja, es gibt so Sachen im Leben, Herr Zögernitz. Also bitte, bitte nehmt den Scheck. Ihr könnt das Geld brauchen und ich habe eh nicht damit gerechnet. Naja, also... Bevor wir uns hauen lassen. Ja. Danke. Danke, Papa. Na, fein. Ich freue mich, dass ihr mir die Freude habt. Alles Gute. Ja.
Eine, lieber eine. Gratuliere. Meine liebe Claudia. Ja, weißt du. Oh, da geht's ja festlich zu. Festlich, festlich. Guten Abend. Herr Zögernitz, Herr Bichl. Das ist der Älteste. Meine Mama, ihre Schwester. Meine Damen. Komm, setz dich und iss was. Nein, danke, ich habe keinen Hunger. Was? Wo kommst du denn her? Ja, ja. Ja, ich war in 5 Galerien und habe mir circa 800 Bilder angeschaut. Aber? Ja, ja. Und dann war ich noch in einem Konzert von einem hochbegabten jungen Komponisten. Na, sowas. Ja, ich habe auch nicht gewusst, dass er sich so für Kunst interessiert. Naja, es ist halt in meiner Erziehung so manches vernachlässigt worden. Das wird jetzt aufgeholt. Oh, sag mal, müssen wir uns das wirklich bieten lassen? Das ist nie zu spät zum Lernen. Ja. Ja. Jedenfalls fein, dass du da bist. Naja, jetzt sind wir alle da, ja, außer der Viola. Ja, die kommt noch. Heute ein Rezept. Ein Rezept? Warum? Was ist denn? Für griechisches Nationalgericht. Ja, wir wollen morgen nämlich zusammen etwas kochen. Was? Oh, das ist ja. Also, naja, jedenfalls, ihr zwei habt die Matura und das ist ein Abend zum Glücklichsein. Zum Wohl! Prost! Na, schade, dass der Magister Ligusta nicht da ist. Wieso soll denn der da sein? Na, du hast doch gesagt, du ladst ihn vielleicht ein. Das hab ich nicht gesagt. Ja, das hast du gesagt. Das wäre doch nett, wenn er da wäre. Jedenfalls ist er nicht da. Gehört ja schließlich nicht zur Familie. Ja, aber wir gehören ja auch nicht zur Familie. Ja, aber Sie haben uns so lieb zur Matura gratuliert. Oh, sehen Sie, da werde ich auch gleich Ihre Torte anschneiden. Also, ich find's schad. Tut er nichts an, wir können ihn ja so mal einladen zu uns. Na ja, gut, okay. Also, großer Trick. Ich hab gut gemeint. Mein Gott, die Rede von ihm ist. Wie kommst denn du eigentlich dazu, den Ligusta, ohne dass ich es weiß, für deine Firma einzuspannen? Ja, du, ich weiß auch nicht, wie ich dazu gekommen bin. Das war eine Idee, eine dumme. Entschuldige es und vergiss es, ja? Wenn du willst, vergiss es. Ja, ich will es wirklich, bitte. Es wird nicht mehr passieren. Deine Rede war sehr schön vorhin. Okay, bitte dich. Ich habe keine Zeit gehabt, mir ein bisschen was zurechtzulegen. Umso schöner war es hier. Weißt du, Peter, du bist ein... Ja. Du bist so ein warmherziger, ein so besorgter, ein so musischer Mensch. Es gibt keinen zweiten wie dich. Okay, das übertreibt nicht. Tut ja nicht. Du bist ein Lieber. Also, du übertreibst wie der Ligusta. Was? Na, er könnte das sagen. Er hat es aber nicht gesagt. Ich sag das. Ich.